So, hi und hallo mal wieder. Ja, ihr habt richtig gelesen und ja, ihr seht richtig. Das ist ja die brandneue und aktuelle Lego Ninjago Wundertüte. Und bis jetzt immer den Vangelis drin gehabt. Ist ein mega coole Bösewichtfigur. Ohne Flügel. Ich habe den so als Armee. Einige von euch haben auch schon in die Kommentare geschrieben, den gibt es immer in diese Wundertüte. Ich hatte natürlich bis jetzt immer Glück. Ob ich jetzt weiterhin Glück habe, das möchte ich euch gerne zeigen. Und ich freue mich natürlich, wenn ich ihn ziehe. Ist richtig cool für meine Bösewicht-Armee von Vangelis. Und welche Figur ich dabei noch bekomme. Das schaue ich mir an und zeige es euch dabei. Und ihr schreibt mir natürlich in die Kommentare, wie ihr es findet, was ihr davon haltet, ob ihr euch auch schon ein oder mehr von die Wundertüten gekauft habt. Und ich werde natürlich irgendwas von Lego Ninjago, wisst ihr ja, unter das Video verlinken. Sicher, bequem und günstig auf jeden Fall. Und wenn ihr einen Link benutzt, danke dafür. Damit unterstützt ihr meinen Kanal. Aber jetzt gucken wir mal, ob ich jetzt ein paar Mal den Vangelis ziehe. Einmal ein Comic. Okay, die blauen Schwerter oder Blitze. Es sind ja keine Schwerter, es sind ja diese Blitze. Sind mega cool für den blauen Schlangenkopf. Kann man als Waffe nehmen. Ich habe es euch ja schon gesagt und gezeigt. Ist cool. Kann man gebrauchen, ihn selber nicht. So, und jetzt kommt es. Die Rückseite. Perfekte Figur. Eine limitierte Karte vorne drauf. Es heißt Vangelis. Mega cool. Brauche ich nichts abmachen. Ich packe die gleich aus. Kommt in meine kleine Vangelis Kiste rein. Die wird immer voller und voller. Die limitierte Karte. Ja, jetzt kommen wir zur zweiten. Ach, schaut mal, ein Comic. Das Kuriose ist ja da drin, ne? Dass der auch mal mit dabei ist. Und ich verstehe auch nicht, dass Vangelis da noch so oft, weil es scheint ja wirklich ausgebrochen, es scheint ja wirklich wahr zu sein, dass die Vangelis Figur in jede diese Wundertüten, die in Gebiet überall zu kaufen ist, da drin ist, dass es noch so viele Magazine mit denen gibt. Das ist doch, es ist doch wirklich eine coole, coole Bösewichtfigur. So, allein der Körper. Viele haben ja die Flügel ab, weil habe ich ja auch. Ihr könnt ja die, ich sag mal, den Kopf austauschen in einen anderen. Weil viele mögen ja diese Maskenkopf nicht. Mit Mütze könnt ihr einen anderen draufsetzen. Habt ihr eine super Figur. Kai! Kumpel Kai ist mal wieder drin. Hey! Kumpel Kai ist mal wieder drin und Vangelis. Cool. Und wie gesagt, viele finden die Bedruckung gut, dieses Teil gut. Ihr könnt ja, ihr wisst, wer das ist, die Maske runter und dann andere Kopf drauf. Sieht mega cool aus. Am besten sucht euch selber was aus. Könnt mir ja meine Kommentare schreiben, welchen Kopf ihr benutzt habt, weil ihr diesen Gesicht, Kopf, Maske auch nicht mögt. Einige mögen die nicht, haben ja schon viele in den Kommentaren geschrieben, deswegen schreibt mir das, dann passt. Nächste. Sofort, Vangelis. Mega. Ja. Also Kumpel Kai war eine Ausnahme. Aber eine mache ich ja noch auf. So, kommen wir zur letzten heute mit Vangelis.
Und wie gesagt, ihr schreibt mir eure Meinung, eure Kommentare, wie ihr die Bösewichtfigur findet. Auf jeden Fall. Und wie gesagt, ich verlinke euch irgendwas. Den Daumen hoch, freue ich mich immer. Oh, jetzt wird's aber kurios. Wir haben ein Magazin mit limitierter Karte. Boostertütchen ist es, glaube ich. Und es ist... Ja, was ist das denn? Jetzt wird's aber kurios. Ich glaube, das erste Mal, dass ich den drin hatte. Wirklich, das erste Mal. Könnt mir ja meine Kommentare schreiben, habt ihr den schon mal drin hattet. Dann eine limitierte Karte. Soll ja dabei sein. Und jetzt kommt's drauf an. Er ist auch dabei. Ja. Passt also. Er ist immer in jede Wundertüte dabei. Ich habe ja schon mehrere aufgemacht, ihr wisst es ja. Aber nichtsdestotrotz, ihr schreibt mir jetzt eure Meinung, eure Kommentare, ob ihr euch auch vielleicht eine oder mehrere gekauft habt wegen Wengelester. Ich verlinke euch was. Danke dafür. Jetzt eure Meinung, eure Kommentare. Und das Allerwichtigste ist, bleibt gesund, ihr und eure Familien. Und dann wie immer, bis demnächst. Guckt hin und schaut zu.